Hinter dem Meer erhob sich eine kleine Felseninsel. Sie war schon sehr alt. Tausende von Jahren hat sie schon den Stürmen getrotzt und den Wellen standgehalten, die gegen ihre Klippen peitschten. Hier wohnten Mats und die anderen Felsmassen. Glaubst du, dass der Mond wirklich aus Silber ist? Ja, kann schon sein.
Und die Sterne auch? Stimmt, sie hat die Sterne aus einem anderen Stein gemacht. Sie glitzern und funkeln. Und der Mond ist fast weiß, wie die Sonne, wenn sie durch den Nebel scheint. Ich sehe Spuren auf dem Mond. Dunkle Flecken. Vielleicht hat er sich heute Abend nicht gewaschen. Komm, lasst uns gehen. Es ist schon spät. Im Herbst wurde das Wetter schlechter und schlechter. Es begann zu regnen und bald kündigten die ersten heftigen Stürme den Winter an. Dann mussten die Felsmäuser tagelang in ihren feuchten, kalten, finsteren Löchern bleiben.
Mats hatte die ganze Zeit in seiner dunklen Höhle sitzen müssen. Nun war er hungrig. Er kroch vorsichtig nach draußen, um sich etwas Futter zu suchen. Neugierig steckte er seine Nase in jeden Winkel und stieß auf etwas Merkwürdiges. Was ist denn das? Ist das ein Kristall oder ist das nur etwas gefrorenes Wasser? Das werde ich schon herausfinden. In der dunklen Felsritze sah Mats ganz deutlich etwas funkeln und glitzern. Mit einem langen Stock stocherte Mats seinen Fund vorsichtig heraus. Es war ein leuchtender Stein. Je dunkler es wurde, desto heller leuchtete der Stein. Und er strahlte nicht nur Licht, sondern auch behagliche Wärme aus. Wohlig kuschelte sich Mats in eine Ecke. Natürlich lockte der helle Schein die anderen Felsmäuse herbei. Bald waren alle versammelt und betrachteten den leuchtenden Stein, den Mats gefunden hatte. Seinen Wunderstein. Ist der schön und so warm. Darf ich mal anfassen? Ich auch, ja. Ja, bitte, hier, fass dich an. Sag mal, Mats, hast du nur diesen einen Wunderstein gefunden? Ja, nur den hier. Vielleicht liegen dort einige mehr. Ja, kann schon sein. Ich habe immer nur diesen einen Wunderstein gefunden. Kannst du uns nicht die Stelle zeigen, wo du ihn gefunden hast? Ich würde mir auch gern so einen Wunderstein suchen. Ich auch! Bitte, Mats, zeig uns die Stelle! Los, Mats, worauf wartest du? Komm schon! Ich weiß nicht, Freunde. Er lag in einer Felsspalte. Es war dunkel dort und auch ein bisschen gefährlich. Ach was, erzähl keinen Blödsinn, zeig uns lieber den Weg. Oder willst du uns die Stelle nicht verraten? Na klar, damit du der Einzige bist, der so einen schönen Stein hat. Nein, nein, ich. Halt, halt, halt. Nun mal langsam. Ich habe auch noch etwas zu sagen. Das war die Stimme des alten Balthasars. Er war die älteste Maus auf der Insel. Und wenn er etwas zu sagen hatte, wagte keiner zu widersprechen. Bis jetzt jedenfalls. Denn die Mäuse waren so wild drauf, sich auch einen Wunderstein zu suchen, dass man sie kaum aufhalten konnte. Eines dürft ihr nicht vergessen, das leuchtende Stein gehört der Insel. Wenn wir da etwas wegnehmen, werden wir auch etwas zurückgeben. Da sahen sich die Mäuse kurz an und dachten, der Insel etwas zurückgeben? Warum? Wozu? Und weil sie so gern jeder einen eigenen Wunderstein besitzen wollten, vergaßen sie bald, dass das Wort ganz schnell und stürmten los. Sie warteten nicht, bis Mars ihnen den Weg gezeigt hatte. Sie begannen sofort zu graben, zu hacken und zu hämmern. Immer tiefer drangen sie in den Berg ein. Aber was?
viele Steine muss man setzen? Habt ihr euch das mal gefragt? Ist ein Zeuger, wollt ein Kater, hoch bis in den Himmel raus. Ja, so reisen Marmorsteine, viele Tonnen Stahlbeton. Alles kommt aus unserer Erde und das hat sie nun davon. Wenn man in der Erde kriegt, dann entsteht ein Loch. Ja, ein erster Stein sollte eine Sonne werden. Und diesen Sonnenstein wollte er dann dort hinlegen, wo er den Glitzerstein gefunden hatte. Die anderen Mäuse waren nur noch damit beschäftigt, die leuchtenden Steine aus dem Felsen zu holen und in ihre Häuser zu schaffen. Dabei beobachteten sie einander argwöhnisch, ob nicht die oder eine andere auch einen noch schöneren Stein gefunden hatte. So lagen die Wundersteine in ihren Wohnungen. Natürlich wurde ihre Behausung dadurch heller, wärmer und behaglicher. Aber die Felsmäuse konnten sich vor lauter Arbeit und Neid gar nicht mehr darauf freuen. Eine der Felsmäuse hatte sich in den Kopf gesetzt, alle Räume mit den Wundersteinen auszulegen. Sie war sehr, sehr stolz auf ihren Reichtum. Schaut her, ihr alle.
Hans hatte währenddessen fleißig gearbeitet. Aus seinem Stein war eine wunderschöne Sonne geworden. Seine Freunde waren begeistert. Toll, Hans! Wirklich gut gelungen, dein Salzstein. Aber was willst du damit machen? Ich will ihn an die Stelle legen, wo ich den Butterstein herausgeholt habe. Kommt ihr mit, Freunde? Ja, gern! Mats führte seine Freunde dahin, wo er den Glitzerstein gefunden hatte. Dort legte er den Sonnenstein ab. Sag mal, sollten wir das hier nicht lieber als Stützle in den Berg bauen?
es nicht glauben, dass die Wände des Felsens immer dünner und schwächer wurden. Je mehr Wundersteine die raffgierigen Mäuse herausholten, desto gefährlicher wurde ihre Arbeit. Und eines Tages war es zu spät. Das Unglück war geschehen. Der hintere Teil der Felseninsel, der tausende Sturm, Wind und Wellen überdauert hatte, brach wie eine Sandhöhle zusammen. Riesige Felsbrocken verschütteten den Eingang zum Stollen, wo die Mäuse bis zuletzt nach Wundersteinen gegraben hatten. Vom Strand war nichts mehr zu sehen. Überall lagen die Felsbrocken und die Wellen schwappten darüber. Im anderen Teil der Insel war das Geräusch deutlich zu hören gewesen. Mats, Balthasar und die wenigen Freunde, die bei ihnen geblieben waren, schlichen sich vorsichtig aus ihrer Höhle, um nachzusehen, was passiert war. Aber sie sahen nichts, sie reckten die Nasen in den Wind. Es roch nach Staub und als sich der Dunst verzogen hatte, sahen sie, dass ein Teil der Insel eingestürzt war. Dort, wo die anderen Mäuse nach Wundersteinen gegraben hatten, ragten nur noch die Reste des Felsenbergs aus dem Meer. Dabei hätten die Leute den Stein um so viel Glück bringen können. Schade. Aber warum folgen alle jetzt so viele Wundersteine? Nun, es gibt Dinge, die sehr stürmend sind und die wollen wir alle haben. Aber die leuchtenden Steine gehören der Insel. Mats, Balthasar und die wenigen Felsmäuse, die bei ihnen geblieben waren, gingen schon bald wieder an ihre Arbeit. Alle verzierten die Steine, die sie an die Stelle legten, an denen sie einen Wunderstein gefunden hatten. Abends kehrten sie glücklich in ihre warmen und gemütlichen Wohnungen zurück. Dort lagen ja die wenigen Wundersteine, die sie den Berg entnommen hatten, genug, um sich mit ihrer behaglichen Wärme vor Wind und Wetter zu schützen.
auch ein Stückchen Sonnenwärme oder etwas von der Luft. Und wenn der Kometen schwärme, wir sind froh, dass es sie gibt, dass wir sie gefunden haben. Seit jener Zeit feiern die Mäuse der Felseninsel in jedem Winter ein großes Fest. Dazu treffen sich alle in Balthasars Höhle und Balthasar erzählt der jüngeren Mäusen von der längst vergangenen Geschichte über das große Unglück und wie es dazu gekommen ist. Gott sei Dank konnten sich noch die anderen Mäuse retten. Wir sind glücklich, dass wir den Wundersteine gefunden haben. Und sie uns Licht und Wärme schenken. Natürlich geht es bei den Festen auf der Felseninsel trotzdem immer sehr lustig zu. Sie tanzen und singen und verzieren die Steine, die sie den Felsen zurückgeben. Aus Dankbarkeit und Freude darüber, dass sie hier leben und wohnen dürfen.